Hallo Welt, da laufen wir wieder. Ja, wir humpeln, wir sind schwer verletzt, verkrüppelt, sozusagen. Dieser Körperteil sollte zu gebrauchen sein. So sollte es wohl sein. Und wir sind hier in einer Höhle. Normalerweise schaffen wir so eine Höhle ja. So die normalen Höhlen, die meisten Höhlen, die wir bis jetzt so gefunden haben, sag ich. Die schaffen wir ja durchaus in einer Folge zu durchlaufen. Aber hier sind wir jetzt verkrüppelt. Da sieht man, sobald wir irgendeine Geschwindigkeit wieder aufnehmen, stöhnt unsere Anastasia Lucretia nicht nur, nein, sie verliert auch extrem viel O2. Also, verkrüppelt sein wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen demnächst im Gepäck wenigstens immer so ein Ding haben, mit dem wir nicht mehr verkrüppelt sind. Ja, ich glaube, wir haben da gegen irgendwelche Aliens gekämpft und irgendeins davon scheint uns verkrüppelt zu haben. Ansonsten wüsste ich nicht, wo wir das auf einmal herhaben sollten. Oder sind wir irgendwo runtergesprungen? Nö. Doch eigentlich auch nicht. Vielleicht ist sie umgeknickt, wie ungeschickt. Aber kann ja schon mal passieren. Sonst passiert nämlich das hier, wenn wir laufen. Und überladen sind wir ja eigentlich nicht. Ich wollte hier jetzt erstmal ein bisschen Ruhe gönnen. Hilft alles nichts. Sie quält sich hier nur. Ja, wir finden das letzte... Habe ich schon erzählt, dass wir das letzte Tier, das wir hier noch finden sollen, nicht finden? Ja klar, da steht Biom abgeschlossen. Aber es gibt auf diesem Planeten kein anderes Biom mehr. Es gibt das Vulkanische, da waren wir. Da war auch alles abgeschlossen, oder? Ja. Da waren wir. Wir waren auf dem bergigen Biom. Da sind wir jetzt, glaube ich, gerade auch. Ja, und das war's, oder? Und dann gibt es ja, glaube ich, nochmal Küste. Da war aber auch alles abgeschlossen. Alles zu 100%. Nur haben wir dieses merkwürdige Tier hier noch nicht gefunden, was ich voll schade finde. Weil ich dachte, wir könnten dieses System mal komplett abschließen. Aber ich glaube, es wäre sowieso besser, wenn wir Ixil, wenn wir das mal abschließen komplett. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Prognose verbessert. Ja, das ist aber immer noch nicht so richtig. 1000 Wahl. Kennen wir auch schon. Wow. Die Grafikkarte von mir, die ist heute aber ganz schön laut am Fiepen. Leider. Ja, das macht sie so seit einiger Zeit. Am Anfang hat sie es nicht gemacht und irgendwann gab es mal von Unity ein Update. Und seitdem hat sie angefangen zu fiepen. Erst nur, wenn ich irgendwas mit Unity gemacht habe, aber dann später bei allem, was irgendwie Grafik frisst. Und mittlerweile, ja... Was Grafik erfordert, also auch bei Bildbearbeitung oder so, dann ist die angesprungen. Das Fiepen ist dann angesprungen. Dann gibt es aber zwischendurch mal immer wieder Zeiten, so Nächte, in denen die überhaupt nichts macht. Also da kann ich machen, was ich will. Bildbearbeitung, Filmschnitt, egal. Die ist ruhig. Tetrafluorid. Haben wir schon. Wir haben alles hier aus der Höhle. Aber wir können auch jetzt in dem Tempo nicht weiterlaufen.
Ja, wir müssten vielleicht, wenn der Fotograf noch vor der Höhle ist, dann müssen wir noch mal mit ihm sprechen. Vielleicht hat er doch irgendein Hilfsmittel für uns, das gegen Verkrüppeln hilft. Wo sieht man denn unsere Verkrüppelung jetzt? Erfrierungen haben wir auch. So, Schmerzen, erlittener Gesundheitsschaden, verbraucht O2, genau, Blasen haben wir auch. Nahkampfangriffe verursachen weniger Schaden und verkrüppelt, genau. Laufen verbraucht O2 und Sprinten verbraucht sofort sämtlichen O2. Ah ja, ja genau. Extreme solare Strahlung haben wir auch. Achtung, Anzugsschutz aufgebraucht. Ach so, deswegen piept das Ding die ganze Zeit. Und wie können wir das wieder nachfüllen? Gar nicht. Ja, wie gesagt, aber wir werden sowieso zu unserem Raumschiff jetzt und dann den nächsten Mond anfliegen. Aber trotzdem, mit dieser Verkrüppelung müssen wir ja vielleicht nicht leben. Ja, oder wir laufen eben in... Also, ich hätte auch kein Problem, in diesem Tempo jetzt zu laufen. Hatte nämlich Medizin dabei, so ein bisschen. Bitte steh meiner Fotografie nicht im Weg. Das ist der Ort, an dem alles passiert ist. Vor all den Jahren. Ach, willst du mir was erzählen? Was tust du denn hier? Meine Mutter kann nicht mehr reisen. Also mache ich Fotos für sie. Um ihr eine kleine Freude zu bereiten. Wenn es dir hier gefällt, empfehle ich dir den letzten Ort, an dem ich war. Karte aktualisiert. Okay, ich wollte aber ein bisschen Handel betreiben mit dir noch. Bitte, ich brauche etwas Platz. Perfektion. Oh nein. Ich fotografiere keine Menschen. Sorry. Oh nein, wir haben ihn kaputt gemacht. Jetzt hat er uns den Ort gezeigt, an dem er war. Da sollten wir uns niederlassen, sagt er. Ökologisches Merkmal? Gebäude? Lebenszeichen? Natürlich. Höhle? Gebäude. Ja, das kann ja jetzt alles sein, was er hier auf unserer Karte markiert hat, oder? Oder ist da irgendwie... Das weiß ich ja nicht. Das könnte ja auch genauso gut hier so eine Gaslebensform sein oder ökologisches Konsortium. Steht, okay, die Weißen sind ja alle von uns erkundet. Da wird es dann wohl kaum sein. Ach, egal. Zum Schiff, ja. Düsen wir drauf los. Moment. Wo du das so sagst, in deinem jugendlichen Leichtsinn, möchte ich doch einmal das Eisen drin lassen. Ich glaube, draußen wollte jemand Eisen. Amelia. Bin jederzeit bereit, wieder loszuziehen. Amelia. Und wo hast du Marika gelassen? Brauchst du etwas? Da bist du ja. Giftgasmine. Ich nehme das hier mal mit, ja. Schiff platzt aus allen Nähten. Ach, geht's wieder? Haben wir uns geheilt? Wohin das alles wohl führt? Lass uns Ausrüstung tauschen. Dann zeig mal her. Zeig mal deine Waffen. Zeig mal deine Anzüge. Deine Rucksäcke. Deine Helme.
Ja, die behalt mal ruhig. Erstmal. Deine Kleidung. Deine Hilfe zeigst du uns auch. Hilfe hat sie eigentlich gar nichts, oder? Normalerweise, das können wir ja alles abnehmen. Notizen hast du auch. Und alles an Ressourcen. Sonstiges. So. Jetzt bist du wieder schön leer. Das ist gut. Okay. Okay. Au. Neue Items. Das kann schon mal alles raus. Ja, ich glaube, dann haben wir auch die Waffen schon alle weg. Die benutzen wir noch, die wir da drin haben. Anzug, den benutzen wir auch noch. Rucksäcke, es sieht alles gut aus. Wie sieht das hiermit aus? Das benutzen wir auch alles. Hilfe, okay, da kann auch was weg. Ja, auch das haben wir sonst nicht gebraucht. Wir hätten den da oben ja auch so geschafft, ohne. Hätte nur ein bisschen gedauert. So konnten wir einmal reinrennen und ihn da sofort erledigen. Traumapacks müssen wir auch nicht so viele mit uns rumschwören. Hilfe, Notizen. Nanu, wir hatten doch Bücher, oder? Wo haben wir die denn? Ach, da, die waren neu und die haben wir dann weggeworfen schon. Okay. Ja gut, dann können wir sofort mal die Schmuggelware oben reinschmeißen in den Safe. Popöchen. Hallöchen, Popöchen. Ja, und dann geht es mal weiter. Auf zum nächsten Abenteuer. Hier haben wir nichts gefunden. Und wie sieht's denn aus da draußen? Sind die Sterne noch da und die Monde und die Planeten? Das hier ist B, dann können wir jetzt nach C. Genau dahin. Reisen. Fracht uns! Waffen sind online! Feuer frei! Das war's mit...
Sprungantrieb aufladen. Ja, das dachte ich mir schon. Jetzt haben wir leider im falschen Moment gespeichert, fürchte ich schon. Gerade gesehen, da unten steht ja reparieren irgendwas. Aber welche Taste ist das denn? Ich habe D gedrückt, das ging nicht. Die Schilde will Naja, egal, ging ja auch ohne bis jetzt. Was ist das für eine Taste da? Unser Sprungsystem ist überladen. Unsere Schiss war unser Antrieb. Boah, wie viele sind denn hier? Mist. Keine Ahnung, was das da unten ist. Ich erkenne das nicht. Ich kann das nicht lesen. Aber das wird ja wohl nicht O sein. Wie soll ich denn hier an O kommen, bitteschön, im Kampf? Ja, ach, damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir den nächsten Planeten angeflogen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schilde sind unten, Heinrich. Schilde sind unsere Sprung.